Jö, dann schauen wir uns doch mal da um. Das scheint der einzige Weg weiter zu sein. Und irgendwo müsste hier ja auch der verschnörkelte Schlüssel rumliegen. Schön nach Schalt angucken. Und ein heiliger Stein, die haben wir schon lange nicht mehr gefunden. Der kommt sofort mit. Also, nein, wir brauchen ihn nicht wirklich. Außer für das eine Rätsel vielleicht. Aber ja, allgemein brauchen wir ihn nicht wirklich. Aber ich habe die Steine halt gern. Weil die im letzten Playthrough so selten waren, weil ich die alle verballert habe. So, du warst für die Tür da hinten, richtig? Richtig. Denn ist hier nichts? Das glaube ich nicht. Irgendwo muss noch irgendwo ein Schalter sein. Damit wir irgendwo hinkommen, wo der verschnörkelte Schlüssel ist. Das ist jetzt irgendwie komisch. Also ich glaube, ich gehe gleich nochmal in den Raum zu. Uah, ich gehe nicht hier zu den Säulen. Ich will das Ganze nicht nochmal machen müssen. Ich glaube, ich gehe zurück in den Raum, wo die Fliegeviecher waren. Denn ja, die Lurkerhaube ist sehr schick. Aber da müsste es doch eigentlich weitergehen. Gerade wegen den zwei Fliegen und den ganzen Wandteppichen und so, das sieht so richtig wichtig aus. Also als ob man da vorbeikommen müsste. Also ganz vorsichtig nach Schaltern gucken. Die offensichtlichen Schalter sind ja da und irgendwo anders recht leicht zu erkennen. Und das andere ist hier unten irgendwo dieses Symbol. Kann man hier was rumklicken? Hier drin war die Lurker-Haube. Können wir was zurücklegen vielleicht? Ja, können wir was, macht nichts. Kein Symbol, keine Schalter. Kein Symbol, kein Schalter. Kann nicht rumklicken. Da war die Fackelhalterung. Da war eine brennende Fackel drin. Das hat aber nichts gemacht. Also wenn hier noch eine Fackelhalterung wäre, dann würde ich da was reintun, aber ist ja keine. Komisch, komisch. Auf dem Boden sind noch keine Druckplatten oder so, ne? Nee, sehe ich auch nichts. Was war hier oben alles? Aber nein, denk mal logisch nach. Es kann nicht sein, dass hinter diesem verschnörkelten Gang und hinter diesem ganzen Wuselkram und den Spinnen, Fliegen, Viechern, dass hier nichts Wichtiges ist. So, okay, hier war das Buch und hier war die Lurkerhaube. Zwei sehr schöne Ausrüstungsgegenstände. Aber es muss vom Spielfluss hier auch hingehen, zwangsweise. Nehme ich einfach mal an. Also müssen wir hier irgendwo auch den Schnörkelschlüssel finden. Wir haben aber nur den goldenen. Wir haben auch nicht irgendwo weggesteckt, den Schlüssel. Oder in eine Rumpelkammer gepackt. Nee, würde ich niemals machen. Den Schlüssel in eine Rumpelkammer packen, das macht absolut keinen Sinn. Die brauchen wir viel zu schnell. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass ich jetzt jede Wand hier drin einmal abgegangen bin. Was ist mit Knubbeln? Oh, den Knubbel könnten wir noch checken und den da auch noch. Laufding. Ich habe, glaube ich, gerade was klacken hören. Schlägt die Paranoia wieder durch. So, nix im Knubbel. Ketten. Nix. 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 Und ich bin jetzt, glaube ich, schon einmal rum. Mindestens einmal rum. Ja, da sind die Ketten wieder. Ja, also bei dem Gnubbel ist schon mal nix. Was ist mit dem Mini-Gnubbel hier? Auch nix. Na gut, dann wieder zum Anfang. Anfang wäre hier und rechts an der Wand lang.
Denn vorher bin ich immer halt so durchgegangen, habe einmal rechts geguckt, einmal links geguckt, aber so wirklich gründlich war das nicht. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es beim letzten Playthrough hier so lang gedauert hat. Also es hat lange gedauert rauszufinden, wofür ich die Schriftrolle brauche und wie ich durch den Säulengang komme. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, hier wirklich lange geblieben zu sein. Obwohl, ich glaube, ich bin später nochmal hierher zurückgekommen. Also ich musste noch ein zweites Mal diese Sequenz ablaufen. Nur warum? Habe ich irgendwo anders vielleicht einen Schalter gefunden, der hier was öffnet? Das ist ziemlich unwahrscheinlich. Aber ich habe schon wieder was knallen hören, als wenn eine Tür zugeht. Ja, in einigermaßen Rhythmus. Da. Da. Irgendwo Falltüren haben wir nicht eingezeichnet, die irgendwie auf und zu gehen könnten. Unter uns. Hier was wieder reinlegen. Aber hier ist das Knallen lauter geworden. Also irgendwo da oder da wird es dann später weitergehen. Also wahrscheinlich hier, weil hier eine Tür ist. Oh, mir könnte noch was einfallen. Oder was sagt, mir ist was eingefallen. Vielleicht ist der verschnörkelte Schlüssel ja in einem der Dino-Mägen. Das wäre nicht so toll. Das wäre ganz und gar nicht toll. Da müssen wir jetzt jedes Stück Dino-Fleisch, das auf dem Boden liegt, einmal aufheben, um zu gucken, ob da drunter der Schlüssel liegt. Obwohl, ich glaube, so hatten wir den goldenen gefunden. Es wäre ein bisschen unwahrscheinlich, wenn wir den goldenen finden und auch noch einen verschnörkelten. Also an quasi derselben Stelle. Ah, bleibt uns nicht viel übrig. Ich gehe jetzt noch hier weiter die Wände einmal rechts rum ab, bis wir wieder am Eingang ankommen. Und dann werden wir halt einfach zurücklaufen müssen und den restlichen Dungeon weiter erforschen. Also, wir haben da schon alles erforscht, aber wir werden es dann nochmal abklappern müssen. Und jedes Dino-Häufchen aufheben. Gab es vielleicht eine Illusionswand? Ich glaube, es gab einmal oder zweimal im Spiel eine richtige Illusionswand. Und da habe ich mich damals richtig gefreut, dass es sowas endlich gab. Weil für mich gehört so ein Dungeon-Crawler auch sowas dazu. Also, dass man stur mit dem Kopf gegen die Wand laufen muss, bis man irgendwo durchkommt. Ja, ich habe so viel Dungeon Master gespielt. So, hier geht's wieder in den Dino-Bereich, wo auch mindestens noch ein Dino lebt. Also eigentlich zwei. Wir hatten letztes Mal einen getötet und wurden von dem zweiten getötet. Aber jetzt auf dem Weg hier rein haben wir nur einen gesehen. Wir waren hier auch noch nicht fertig mit dem Abklappern der Wände. Da wurden wir ja von dem Dino gestört. Also gehen wir jetzt da wieder rein, bringen den Dino um und suchen dann hier weiter nach Schaltern. So, ich merke mir jetzt, der ganze Bereich... Okay, warte. Hier nix, hier nix, hier nix. Hier nix, hier nix, hier nix. Hier nix. So, bis zur ersten Kreuzung gehe ich schon mal alle Wände so ab, damit wir gar nicht erst mit dem rechts an der Wand langlaufen und anfangen müssen. So, ab hier haben wir eine Entscheidung. Der ganze Bereich hinter diesem Knubbel hier wurde exzessiv abgeklappert. Das heißt, irgendwo hier in dem Bereich erwartet ein Schalter darauf gefunden zu werden. Der uns hoffentlich zu dem Schnörkelschlüssel führt. Oh, liegt da was auf dem Boden? Ja, die Skelettdinger, aber keine Sachen, die wir aufheben können. Ja, na gut. Also Update, das haben wir jetzt auch alles abgeklappert. Das heißt, jetzt gehe ich hier rein, gehe da rum, gehe dann hier hin und mache das alles so Schritt für Schritt. So sind wir wenigstens einigermaßen ungestört. Wenn ich jetzt nämlich... Ah, wollte gerade sagen, wenn ich jetzt nämlich rechts an der Wand lang gehe, dann komme ich gleich zu schnell zum Dino und dann ist wieder alles vorbei. So, du kommst mal hier rein. Oh, das war ein sauberer Treffer. Denn ich habe keine Lust, von dem zweiten Dino da hinten überrascht zu werden. So, hast du was liegen lassen? Schlüssel vielleicht? Nein, dafür geht das Licht aus. Licht wieder an.
Schild wieder ran. So, Dino Nummer 1. Wir wollten hier weiter gucken. Nix, nix. Und da kam gleich ein kleiner Raum. Was war da eigentlich drin? Eine Fackelhalterung und eine leere Nische. Aber scheint nichts zu sein. Na gut. Dum, dum, dum. Dum, dum. Dum, dum, dum. Kann man nicht aufheben? Nein. So, also der ganze Bereich ist schon abgeklappert. Fehlt noch hier. Das kommt mir echt komisch vor, dass wir jetzt hier so exzessiv suchen müssen. Oh, Fackelhalterung. Haben wir irgendwo eine Fackel hingeschmissen? Wenn nicht, gehört da vielleicht eine rein. Ah, hier ist einer. Hör keinen Stein auf Stein. Nö, du kannst wieder weg. So. Die Wände hatten wir auch schon. Das heißt, hier jetzt weiter. Boah. Ja, das ist teilweise ein wenig anstrengend. Oh, ein Dino-Haufen. Nichts drunter. Aber ja, es ist teilweise recht anstrengend mit dem Schalter suchen. Vor allem, wenn man gerade mal tagsüber aufnimmt, deswegen so schwer was erkennen kann. Aber was muss, das muss. Wir finden jetzt einen Schalter gefälligst. Oder einen Schlüssel. Eins und beiden. Wobei mir der Schlüssel irgendwie lieber wäre. Aber was bringt mir jetzt einen Schalter zu finden, der irgendeinen Tinnef aufmacht? Wo laufe ich eigentlich gerade lang? Den Knubbel müssen wir uns auch angucken. Nix an der Wand. Nix am Knubbel. Habe ich die Ecke da auch schon? Nix, nix, nix. So, aber wir kommen langsam Richtung Eingang. Dich nehme ich mal mit, falls ich irgendwo wieder eine Wandhalterung finde. Und hier höre ich das Knallen wieder. Also von irgendeiner Fallgrube, die auf und zu geht. Aber es hilft uns ja auch nicht wirklich weiter. Was machst du? Du machst da hinten, glaube ich, das Gitter auf. Und hier sind wir auch schon mal die Wände abgegangen, das weiß ich noch. Was bleibt uns also jetzt noch zu tun? Dino-Haufen aufheben. Oh, apropos Dino. Komm mal her. Weh, das ist noch irgendwo ein zweiter. Ich habe keine Lust, jetzt nochmal zu laden. Nachdem wir gerade rausgefunden hatten, wie das mit dem Rhythmus ist und das dann gemacht haben und da dann alles. Es wird doch ein wenig zu viel aufzuholen. So, auch kein Schlüssel. Jetzt dürfte es hier aber eigentlich, solange wir nicht schlafen oder irgendwelche Türen anfassen, dinofrei sein. Kein Schlüssel auf dem Boden, eine Fackelhalterung. Kein Geknirsche. Und da haben wir es bestimmt auch schon geprüft. Ich meine, gerade an der Ecke waren wir ja stundenlang. Oh, ich habe vergessen. Was zur Hölle? Ich höre eine Tür, die immer wieder auf und zu geht. Okay, nicht mehr aufgeht. Doch jetzt. Alter, löst irgendein Viech eine Tür aus. Diese Dinos werden immer intelligenter. Sie können jetzt schon Türen öffnen. Wieder so ein Jurassic Park Moment. Na gut, hilft alles nichts. Wir haben jetzt die Wände hier mehrfach abgeklappert. Müssen wir raus hier. Dreher Nummer 1. Dreher Nummer 2. Oh, er hat Hunger. So, haben wir eigentlich hier bei dem Dreher schon mal die Wände abgegangen? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Da ist auch nichts drunter. Hier wird das Geräusch wieder lauter. Und wo zur Hölle kommst du her? Ich hasse die Dinos. Also ja, meine Top 10 Liste bisher, oder meine Top 3 Liste eher.
diese fliegenden, insektenartigen Viecher auf der 1, Spinnen auf der 2, Dinos auf der 3. Wobei, momentan würde ich eher sagen, Dinos auf der 2 und Spinnen auf der 3. Aber das auch nur aus aktuellem Anlass. So, Mistvieh. Was hatten wir da hinten? Noch mehr Dino-Omelets. Und ich schmeiß mir die selber an den Kopf. Hier hatten wir unsere Lagerstätte. Aber hier hat sich kein Köln-Schlüssel versteckt. Hier waren noch irgendwelche anderen Sachen. Ich glaube, der Valor-Helm oder irgendwas anderes Valor-artiges war da drin. Nö. Mann, Mann, Mann. Irgendwas ganz Offensichtliches habe ich übersehen anscheinend. Aber hilft alles nichts. Speichern wir ab und in der nächsten Folge können wir weiter rumrätseln, wo es denn weitergeht. LP 042. Und bis gleich.